Dreier Abstand? Dreier ist zu wenig. Dreier wäre hier. Nehmen wir mal Dreier. Ist zwar nicht so ganz stilvoll, aber was soll's. 1, 2, 3 und dann hier unten. Ja, es ist okay, das ist schön. Dann kann man das hier vorne nämlich auch machen. Und dann sind alle zufrieden. Alle zumindest, die gerade jetzt hier vorm Rechner hängen und genau dieses Let's Play aufnehmen. Und das ist schon eine Menge. So. Und das dann. Ups, das war zu hoch. Hopp leer. Ist das Gegenteil von Hopp voll. Sieht doch, es ist, gut, ist ein bisschen schmal hier vorne. Das ist ein bisschen sehr schmal. Das ist ein bisschen sehr schmal, ne? Muss das so schmal? Wenn man da noch einen ransetzt. Das sieht komisch aus, wenn das nicht gleichmäßig ist, aber von der Breite her. Ja, das darf ruhig mal schmal sein. Wir können das später noch verändern, wir können das später noch ausweiten, theoretisch. Da ändert sich nicht wirklich viel von. Halt hier noch ein bisschen Krams zu und dann ist gut. Das war's dann auch schon. So, wie machen wir das hier vorne? Wir haben die Wasserhöhe, die ungefähr diese ist. So. Na, aus Prinzip schon mal. Der Weg hier, na, ich könnte den weghauen. Aber will ich das... Ist die Frage. Ich muss das eigentlich aus den Steinen hier machen, oder? Sonst sieht das nicht aus. Aus diesen Teilen. Klar muss ich das machen. So, komm. Ich brauchte dann halt nur ein paar von. Und deswegen muss ich die erstmal holen. Das muss auch anders hier. Vor allem das hier auch. Das ist ja, wie sieht denn das aus? Dieser Fusch. Fusch am Bau. Woran auch sonst? Wir sind ja gerade am Bau. Es muss auch schön sein, wenn man mit Nachnamen am Bau heißt. Falls es sowas gibt. Und dann sind die Eltern so unfassbar lustig drauf, dass man das Kind mit Vornamen Fusch nennt. Und dann machst du ein Bauunternehmen auf, ne? Und dann ruft dich jemand an und sagst, ja, Fusch am Bau. Und dann sagen die, ja, das haben wir gemerkt, ne? Das muss auch blöd sein. Warum lege ich mich hier unten jetzt hin? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich Steine holen wollte. So, ich muss eben Music changen hier, wie man auf Neudeutsch sagt. Wo habe ich es denn? Das hier? Haben wir das schon gehört? Ich habe keine Ahnung. So, ist egal. Huch. Machen wir das so. Achso, Steine sind da oben. Momente. Habe ich hier noch was drin? Ich gucke hier so oft rein, aber ist da nie was drin? Habe ich den Eindruck. Und wenn ich da mal nicht reingucke, dann ist da immer doch was drin. Das ist, habe ich mir auch noch nie erklären können. So, Schnee. Schatteine. Haben wir noch hier fertige? Oh, da haben wir noch ganzen Klumpen von, ne? Sehr schön. Nehmen wir da auch noch ein paar von. Und dann ist es hoffentlich super. Das könnte interessant werden. Es tendiert Richtung Interessantwerdung. Hoffe ich zumindest mal. Wenn nicht, dann wäre das blöd. Ich meine, so wahnsinnig viel Aufwand ist das jetzt nicht. Ich habe schon wieder Eimer vergessen. Blöde Eimer, vor allem Wasser auch. Also was haben wir da oben? Aber blöde Eimer eben. Diese Eimer. Da haben wir doch noch ewig viele von. Hallo, Blumentopfhund. Eimer, da ist einer was mit Wasser. Oh, hier komme ich, nehme die leeren einfach mal mit. Und wieder hoch mit uns. Ja, ich hoffe mal, das sieht tatsächlich nach was aus da oben. Aber hoffen kann man ja immer eine ganze Menge, von daher passt das schon. Und selbst wenn es blöd aussieht, ich glaube nicht, dass es blöd aussieht. Von daher muss ich mir diese Frage gar nicht stellen. Man sieht gar nicht mehr, dass hier vorher mal ein Gang war, ne? Und hier sieht das so hell erleuchtet und weitläufig groß aus. Und der Rest ist so mickrig klein. Aber alles so machen würde zu übertrieben werden, glaube ich. Wenn man das jetzt alles macht. Das ist doch nett hier, ne? Hier mit der Stufe, das ist doch nett. Hier geht man dann halb hoch, hier geht man dann wieder einen halben runter und dann ist alles schön. Dann ist die Welt ein besserer Ort und vor allem auch ganz nett. So, kann ich hier irgendwo eine Fackel hinfackeln? Weil ich brauche Wasser. So. Dann ist noch eine zweite und eine dritte und dann ist... Ah ne, da vielleicht... Na, vielleicht sollte ich das einmal abgrenzen. Mache ich das nicht hier, mache ich das da vorne. Da ist nämlich mehr, naja, mehr... Rand, dass mir das hier alles nicht wegfließt.
Hier an der Seite kann man ja ruhig noch vorbei. Das heißt, hier so auf der Höhe machen wir hier so einen kleinen Trampelpfad hin. So einen kleinen Trampelpfad. Wie man ja so schön sagt. So, hier muss es auch irgendwie noch anders. Machen wir es noch ein weiter so. Ja, das geht. Kann man hier sogar einen Steinweg theoretisch draus machen. Dass man sagt, hier komm, hier unten ist auch nochmal so ein Halbstufenweg, der dran vorbeiführt. Und dann kommt man hier hin. Dass man das hier vorne ein bisschen umlegt. So, aua. Hä? Frechheit. Dass das hier dann steinern ist und dass man hier vorne quasi so einen Abschnitt hat. Das ist ja die Höhe, das heißt. Also man kann dann hier theoretisch auf dem Rand lang gehen. Das heißt, ich mache das hier mal weg. Da kommt dann auch wieder noch ein Holzpfeiler hin. Na, so ungefähr. Holzpfeiler. Ja, mach mal so. Kann man hier nämlich dann theoretisch hochgehen, falls man das wollte. Wäre eigentlich ganz sinnvoll, ne? Dann kann man sagen, hier geht's dann hoch. Und hier. Weil es kann ja nicht so bleiben, wie es ist. Da muss gar nicht mal hier besondere Action angelegt werden. Sagt man einfach hier kommen. Hier kann man dann so runtergehen. Und hier ist dann schon wieder. Kante. Wasserkante. Ist halt die Frage, ne? So schräg einfach mal durch hier, ja, ne? Wäre, glaube ich, nicht verkehrt, auch hier vorne auch dran. Ich bin halt wirklich mal gespannt, wie das aussieht. Ob das überhaupt sinnvoll ist, was ich hier mache. Im Prinzip, ich würde gerne noch weiter hier rüber gehen. Also richtig kann ich das, glaube ich, nicht. Oder? Ja, man könnte sagen, hier kommen, das muss auch hier vorne dann hin. Machen wir es mal so. Vielleicht sogar so eine dicke Mauer, aber na, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich das mit den Treppen auch hier vorne machen, dass es nach außen hin so ein bisschen schöner aussieht. Ja, kann man ja vielleicht trotzdem noch machen. Nein. So, schön, wunderhübsch. Es ist ein sehr seltsames Bauvorhaben. Ich finde es seltsam und das reicht mir. So. Aber schön, hoffe ich. Und das reicht mir hoffentlich auch. Dass mir das reicht. Aha. Es wird jetzt hier vorne echt so ein bisschen. Ich will nicht sagen eng, aber. Zumindest interessanter. So. Das ist halt so ein persönlicher Angelteich hier oben, ne? Kann man wirklich so feststellen. Ja, zumindest hier vorne müsste der noch aus. Ach nee, ey. So sein. Oder so meinetwegen. Kann der sogar hier noch aus. Wo sind sie da? Aus den Teilen sein. Das ist gar nicht so schlecht. Das könnte ich im Prinzip komplett fortsetzen hier. Wobei mir das Material dann nicht reicht. Man könnte auch im Prinzip das hier überall da machen. Das wäre auch nicht. Das wäre auch schön. Wäre sogar ganz cool sogar. Fände ich tatsächlich spontan mal gut. Das wäre echt ganz schön. Hätte halt was anderes. Das wäre nicht dieses leicht rötliche. Das ist eigentlich ganz cool. Gut, eigentlich sieht man auch nicht so wahnsinnig viel von. Aber es wäre trotzdem cool. Ich will das jetzt verwenden. Verdammt, jetzt muss ich schon wieder Steine holen. Toll, ey. Vielen Dank auch. Vielen Dank, lieber Geschmackssinn. Ich wünschte, ich hätte dich nie getroffen. So. Oh, warte mal, schmeißt man die dann automatisch weg? Ist ja interessant. Aha. Ich hätte gar nicht so viel gebraucht, ne? Merkt ihr vielleicht? Oh, weg, weg. Weg mit dem Quatsch. Ach nee, das ist kein Quatsch. Verdammt. Nein.
Nein, auch das würde ich würde auch alles behalten. So, reicht es denn von der, sagen wir mal, von der Höhe her hier? So, da müsste jetzt theoretisch, okay, gefüllt sein, genau. Man braucht auch gar nicht so viele Eimer, von daher ist es eigentlich sinnlos, was ich hier mache. Aber so kennen wir mich ja. Manchmal ein wenig sinnlos. Manchmal. Die Betonung liegt auf manchmal. Also sehr manchmal. Manchmal mit Tendenz zu selten. Selten ist eigentlich nie. So, das ist auch die falsche Höhe gerade mal, ne? Stell ich gerade mal fest. Wollte mich nämlich gerade schon wundern. Wie mache ich das denn hier oben? Dann muss ich dann noch eine Ebene jetzt hier reinlegen, oder was? Das wäre ja blöd. Hier oben passt das, aber hier muss ich... Ich glaube, ich muss hier alles... Ah, verdammt. Ich weiß nicht, hier bei dem Wasser kann man das dann direkt... Da geht das direkt drauf, das ist ja schön. Das freut mich natürlich von Herzen. Von allen meinen Herzen, die ich habe. Das heißt, wir müssen hier nachher dann die Erdebene wegnehmen. Das ist ja blöd. Toll, ey, hätte uns das hier doch nicht alles weggesprengt werden sollen. Toll, vielen Dank, lieber Creeper. Hast uns unnütze Arbeit gemacht. Wie noch nie zuvor. Bisher waren Creeper immer super nett und freundlich und haben uns immer bei der Arbeit geholfen. Es war nie anders bisher. Dafür stehe ich mit meinem Rahmen. So. Ob das denn so hoch wird? Ich meine, das wäre dann hier ein halbwegs, na, ich will nicht sagen unsichtbarer Rand, aber zumindest ein nicht so ganz hervorstehender Rand. Was auch nicht schlecht wäre. Aber hier könnte man dann wirklich noch so ein kleines Bötchen reinstellen. Das fände ich total nett. Und dann würde sich auch erübrigen, dass man hier noch mehr welche fancyen Gebäude hinstellt. Weil, naja, hier ist halt Wasser. Das geht ja nicht. Das reicht ja auch, was wir hier oben schon alles gebaut haben. Man muss ja nicht übertreiben. Wobei, eigentlich übertreiben wir ständig. Das passt schon. So, die Erde werde ich dann natürlich zum Teil auch wieder wegnehmen. Das sieht sonst ein bisschen sehr flach aus. Ein flach, ne, passt zwar auch manchmal zu uns, aber halt wirklich sehr selten, muss man ja zugeben. Hier vorne kann das dann ruhig so ins Wasser gehen. Dann muss der allerdings leider weg. Weil die Treppen leider nicht ins Wasser reinreichen in der Form. Aber wir kriegen das hin. Schwupps, schwupps. So, fast schön. So, das große Befüllen, würde ich sagen, ist angesagt. Reicht es schon? Ja, sehr gut. Water, komm her. Ah, das friert schon. Es ist, ich weiß nicht, ob das gut ist. Vor allem ist es Nacht, das ist eher ungünstig und bedenklich. Das müsste sich jetzt theoretisch... Genau, theoretisch ist hier jetzt überall schon Wasser. Aha, theoretisch setzt sich das jetzt hier wunderbar fort. Und es ist auch gar nicht so schwer eigentlich, das alles zu füllen hier. Es ist halt nur, dass man dann später das entsprechend... Genau, hier so ein bisschen aufpassen muss. Weil es geht auch sogar. Das geht. Das ist ja schön. Herrlich. Ich bewässere doch so selten Welten. Obwohl es sich reimt. Oh, huch. Wobei spricht man dann von einem Reim, wenn es wirklich innerhalb weniger Silben passiert? Bin ich mir gerade nicht so sicher. Sowas wie Hopfen, Klopfen zum Beispiel. Warum auch immer man das tun sollte, weil der arme Hopfen. Er stört auch ein bisschen, ne? So, wunderbar. Kann man hier eigentlich... Na, machen wir hier mal so. So, wunderhübsch. Ach, es ist cool. Der Mond ist schön. Ja, das sieht doch... Na gut, es friert halt zu, ne? Aber es sieht doch trotzdem cool aus. Vor allem, weil es zufriert. Ah, check, check. Können wir uns hier noch... Na, vielleicht einen Schneemann draufsetzen, vielleicht. Hallo. Na? Machen wir es so, haben wir noch ein bisschen Licht hier. Ja, das mit der Kante ist doch super. Habe direkt den Eindruck, dass hier ein Meer wäre.
dabei ist hier nur ein weniger. So, das wäre auch eine super Ausrede, dass man hier dann tatsächlich auch mal eine Front hinmacht, die tatsächlich hübsch ist. Weil man jetzt so wahnsinnig oft da unten hingehen wird, weil das auf einmal so wahnsinnig hübsch geworden ist hier. Ist echt aber ganz cool. Dafür, dass ich vorher überhaupt null Plan gehabt habe, was ich eigentlich damit machen wollte, ist es eigentlich schon mal ganz nett geworden. Hm. Oh, klar, kann man machen. Ich will mit der Beleuchtung allerdings auch nicht übertreiben. Außer natürlich, ich möchte das manchmal machen. So, so muss es reichen. So, Mr. Zombie-Mann hat leider Pech. Jetzt wäre es natürlich der Knaller, wenn man diesen Teich hier oben mittels Wasserfall irgendwie da unten anbinden könnte. Ist zwar total unmöglich anhand der aktuellen Konstruktion, weil man dann immer irgendwo eine kleine Brücke haben müsste oder sowas. Aber es wäre doch schick. Tja, aber hier geht es ja nicht um Aussehen, es geht ja um reine Funktionalität. Deswegen haben wir auch immer so hässlich gebaut hier. Hm. Ja, ich sollte mal wieder was richtig Funktionelles bauen. Mal so gesehen. So, bei Tageslicht auch immer noch ein Augenschmäuslein. Achso, der ganze Quatsch hier kann auch noch weg. Ja, gut, die Schaufel geht angenehm schnell. Ich hoffe, ich baue da nicht zu viel weg. Aber das Wasser, was da unten ist, ist ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das schlecht ist. Das ist ja doch ein bisschen, naja, die falsche Ebene. Das schmilzt ja auch nicht an der Stelle, ne? Und hier kommen durch die tiefere Ebene jetzt hier, durch das tiefere Wasser, sieht es auch noch ganz nett aus. Sieht zwar ein bisschen sehr zerfurcht aus da vorne. Aber es ist halt auch zerfurchterlich, diese Angelegenheit. Von außen merkt man auch nichts, ne? Das ist schön. Da vielleicht noch so ein Steinchen hin. Floink. Ah, vielleicht auch nochmal so ein Steinchen. Und ist halt alles schön hier. Herrlich. Können wir so hier vorne das auch noch eben so machen und dann ist gut.